Hallo und herzlich willkommen zurück bei Ark Survival Evil. Ich bin immer noch am... Ja, ich laufe gerade zur Kante, wo ich anfangen will mit dem erwähnten Brückenabschnitt in Richtung hier Death Valley runter, Hügel, Riesenwald. Drüben sieht man es gleich. Die komische Grafikstörung hier geht mir ein bisschen auf den Sack gerade. Ja, da haben wir schon ein bisschen angefangen. Letzte Folge mit dem Brontosaurus dann ein bisschen Kahlschlag zu fabrizieren im Wald. Aber der ist einfach viel zu langsam. Der ist zu langsam für den ganzen Job, der kriegt es nicht auf die Reihe. Dem her machen wir wieder alles mit dem Money. Ist er doch ein bisschen sehr viel schneller. Okay, der hat nichts für mich dabei. Wir futtern hier mal ein paar Beeren wieder. Wird jetzt eher so der Hauptnahrungsquelle sein. Während wir hier bauen, ja eh klar, wir sammeln ja sowieso genügend davon. So, immer rein mit den Beeren. Kann es sein, dass die fast nichts bringen? Oder muss ich da länger warten? Zwei Stacks gefressen und der hat immer noch Hunger hier. Wir brauchen ein bisschen Fiber, dafür haben wir unsere Sichel dabei. Da vorne wird es dann losgehen. Money, kommst du? Dass wir ja mal loslegen können. Jetzt kommt er. Komische Bäume. Erst haben die Palmen gewippt, jetzt hat es gerade einen komischen schwarzen Schatten drauf. Bisschen seltsam, aber. Muss ich mir wieder mal vor Augen halten, es ist ja erst eine Alpha. Erst mal allzu oft, da es ja wirklich sehr schick ist, das Spiel. Und schon sehr viel Content dafür hat, dass es erst knapp 3 Monate alt ist. Oh, hier wollen wir rüber. Beziehungsweise hier wollen wir runter, hier wollen wir rüber. Dürfte, glaube ich, kein großes Problem darstellen. Oder wie machen wir das? Wir gehen am besten dann gleich so ungefähr die Richtung rein. Von hier. Müssen wir aber ein bisschen... brauchen noch ein paar Stützen und sowas. Viele Stützen, glaube ich. Foundations brauchen wir auch 2 Stück. Ich würde das Ganze gern 4 breit machen. Oder machen wir es 1 breit und bloß links und rechts noch ein Dach ran, dann wäre es 3 breit. Kann man auch machen. Das ist, glaube ich, auch ausreichend. Genau, dann machen wir das so. Brauchen wir noch ein bisschen Holz dafür. Und jetzt ist natürlich die Frage, wo fangen wir an zu bauen? Eigentlich von oben her. Na komm, Manni, jetzt hier. Von oben.
ist es natürlich schlauer, wenn man baut. Denn ansonsten weiß man nie, ob man unten dann auch wieder da rauskommt, wo man rauskommen möchte. So, wir brauchen jetzt... blöden Ameisen. Brauchen wir eine Foundation. Eine... was hier? Ah, die Ramp haben. Eine Ramp. Dann ein bisschen Dächer dazu und dann können wir da schon ein bisschen mal anfangen. Pillar haben wir relativ viel schon, ja. Gut rein. Eine Foundation. Und ein Ceiling machen wir auch gleich vier Stück hinterher. Ein Bett. Ja, da können wir mal einen Outpost errichten, nebendran dann. Machen wir wie so ein kleines Häuschen oben an die Brücke hin. Kommt, glaube ich, auch ganz nice. Komischer Bananenbaum hier. Oh, schau jetzt wieder Ruhe. Mir ist jetzt auch egal, ich holze jetzt hier alles ab. Es wächst ja nach von dem her. Sowieso egal. Mein Gott, wir sind blind. Ah, wir sind inzwischen satt. Das dauert alles nur ein bisschen länger mit den ganzen Bären. Bär weg, Bär weg, Bär weg, Bär weg. Weg, 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 weg. So, dann können wir noch ein paar Pillars nachcraften. Da, hier mit dem Money, da geht was. Sie hat es ja vorher gesehen, 5 Minuten mit dem Antosaurus. Keine Chance. Und hier, King Money, keine Probleme. Ich denke mir irgendwie, ich habe das am Anfang doch ein bisschen falsch angefangen, das Ganze. Bin ich hauptsächlich rum und habe mir irgendwelche Dinos getamed. Anstatt hier nach und nach so ein Lager aufzubauen, ein paar kleine Außenposten. Ich glaube, das wäre eigentlich intelligenter gewesen. Dass ich dann meinetwegen schnellere Wege habe, also besser das, die kleinen Lager miteinander verbunden, als wie wenn ich hier immer nur... immer nur hier durch den Wald lauf und das sehr beschwerlich ist. So, jetzt dann können wir schon mal die Grundfoundation setzen. Dann dürften wir schon mal ein bisschen genügend Holz haben. So. Ah, wieder ein ganzer Mist raus hier. Manni braucht auch was zum Ampfen. Naja, überbewertet. So, dann
hauen wir hier noch die restlichen Pillars rüber. Ich bin sowieso schon total überladen, glaube ich. Und ein Ceiling machen wir noch 5. Und jetzt reiten wir mal vor. Setzen wir mal so die Grundsteine. Von gecrafteten Ding zu gecrafteten Ceiling wird er immer schneller, der Mami. Unten liegt ein lecker Ei. Können wir hier oben mal anfangen und dann später von unten weiterbauen. So, ich würde das gleiche anschließend machen, neben oder da drüben. Ich glaube, hier ist gar nicht mehr schlecht. Jetzt machen wir das ganze Thatch hier rüber. 39 Pillar, das ist sehr nice. Tun wir aber auch mal fast alle rüber. Packen uns mal die Foundation. Sehr nice. Wir können direkt loslegen. Und wir nehmen die Nummer 3. Richten es schön aus. Ein bisschen Platz brauchen wir seitlich. Jawoll. Passt. Gerade hatte ich schon wieder die Angst, dass wir eventuell hier schon nach vorne wieder wegrutschen. Weil das passiert, finde ich, in Ark sehr oft. Dass man hier irgendwo an dem Hang nach unten wegrutscht einfach und dann so wegbumpert. Dann einfach in die Tiefen stürzt. Wie geht's weiter? Es geht weiter mit Ceiling. Ich brauche jetzt mal ein bisschen Platz hier für die Baumaterialien. Ceiling, Pillar, was haben wir noch alles? Ein Ramp wollte ich noch hinsetzen und ein paar Pillar. Ja, ich weiß, bringt verdammt viel, aber... Ja. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3 dürften wir eigentlich schon wieder nicht mehr setzen können, genau. 3 wird's breit, das Ganze. Wobei, das kann ich dann später auch noch machen. Das Ganze wird jetzt dann vielleicht ein bisschen schwierig. Ich glaube, hier müssen wir dann schon nach unten weggehen. Mist. Mist, Mist. Der Ceiling kommt gleich schon mal wieder weg. Nein! Ja, ich habe es nicht nach unten abgestützt. Verdammte Hacke. Komm, aufsteigen bitte. Wir haben gerade kein Holz mehr. Okay, dann müssen wir schon wieder los hier. Eigentlich wollte ich den stehen lassen, den Baum hier, aber... Ach, was soll's. Muss hinterher nur eine einzige Verbindung mit den Pillars nach unten bauen, dann kann ich von unten dann hinterher weiterbauen. Es ist halt ein Mammutprojekt. Das ist jetzt zwar auch so in Richtung wie oben unsere Base, aber ich kann hier eben hinterher auch im Wald dann Vollgas durchhäckseln und mir verdammt viel Holz rausholen und brauche hier nicht immer wegen jedem Mist 10 Kilometer lang laufen. So, her mit dem Wood. Gibt das Wood.
So, jetzt machen wir hier nämlich noch ein paar Ramps. Na, mag er den Baum schon wieder nicht? Und weiter geht's. Was habe ich jetzt? Ah, 100 Thatch weg. Ist egal. Komm. Thatch ist jetzt nicht so der seltene Rohstoff. So, brauchen wir weiter Ramps. Hier ist was ganz im Argen. Arken ist hier. Den Bäumen, die. Also, entweder zieht hier schon wieder ein Tornado durch. Oder. Ich weiß auch nicht, was dann ist. So, haben wir die ganzen Ramps dabei? Ja, die Ramps haben wir dabei. Ja, genau. Ja, stay put. Es wird ganz schön steil werden. Sag mir, genau. Sag mir nicht, dass ich das hier nicht bauen kann, dass ich hier immer Zwischenebenen reinbauen muss. Jetzt nicht ernsthaft, oder? Muss ich hier eine Zwischenebene einziehen? Hallo? Was macht das da unten hin hier? Schwierig. Snappt hier nicht an. Och Mensch. Was ist denn das für ein Bauverhalten? Ey, ich lauf hier. Warum snappt das da nicht? Finde ich jetzt gerade ein bisschen dämlich. Hier muss man jetzt da eine Zwischenebene reinbauen oder was? Wie soll ich denn da hinkommen? Es wird ein langer Weg, bis das Ding hier fertig ist.
Vorsicht, Manni. Tut dir nicht weh. Wackerer Bursche. Wackerer Bursche. Wird anstrengender als erwartet werden. Ich kapier's nicht, wieso man hier nicht mit den... wieso snappt es hier nicht an den Schrägen? Das ist ja blöd. Naja. Naja. Irgendwie wird's schon hinhauen. Wenn euch die Folge soweit gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, macht's gut.